Ich möchte die heutige Folge mal ein bisschen anders beginnen als sonst, und zwar mit einem kleinen Quiz. Virginia, du bist die Kandidatin, okay? Oh mein Gott. Ja, unverhofft kommt oft, ne? Ja. So, ihr könnt beim Hören gerne mitraten, wenn ihr wollt. Stellt euch jetzt mal bitte so eine typische Quiz-Show-Spannungsmusik vor. Sehr gut. So, und hier kommen die Fragen zum Thema Forschung und Entwicklung in der Frisurenwelt. Wir suchen berühmte Erfindungen. Virginia, bist du bereit? Ich hoffe, dass ich das bin, ja. Gut, es geht los. Wir starten ab jetzt. Der Vorgänger von welchem für FriseurInnen unverzichtbaren Gegenstand wurde 1890 zum ersten Mal in einem Pariser Coiffeur von Alexandre Godefroy, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, benutzt. Sag mal, willst du mich veräppeln? Nee, was war das? Sag mal. 1890. 1890, ja. Der Vorgänger von welchem Gegenstand? Onduliereisen? Der Föhn. Nächste Frage. Die ältesten bekannten Haarbürsten wurden bei Ausgrabungen von Gräbern in Ägypten gefunden. Ihre Borsten bestanden aus welchen Naturmaterialien? Aus Wildschweinborsten, aber die gab es nicht damals in Ägypten. Nicht schlecht. Das ist, nicht schlecht. Das müssten Kamelhaare. Ja. Tierhaare und Knochen. Ja, ja, sehr gut. Ein Punkt. Nicht schlecht. Die Griffe waren übrigens aus Bronze, aus Kupfer oder Holz. So, letzte Frage. Karl Nessler hat etwas erfunden, über das wir im ersten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Trends ziemlich oft gesprochen haben, Virginia. 1906 hat er das Ganze zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgeführt. Und kleiner Tipp, seine Arbeit als Schafhirte hat ihn zu dieser tollen Erfindung inspiriert. So, nicht sagen. Also selbst wenn du es weißt, noch nicht sagen, wir lösen auf, auch warum wir das hier überhaupt gerade machen, in wenigen Sekunden. Nicht, dass ihr denkt, ihr hättet irgendwie den falschen Knopf gedrückt. Ne? Das hier ist keine Quiz-Sendung, sondern eine neue Folge von Auf einer Wellenlänge. Ich bin Flo Ambrosius, das da ist Virginia. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns. So, Virginia, sag mal, hast du eine Idee? Was hat Karl Nessler denn jetzt erfunden? Na klar, habe ich die Idee dazu. Soll ich sie denn jetzt sagen? Ja, sag oder mal. Lieber nicht? Das war natürlich die Dauerwelle, das von der wir. Echt? Ja, natürlich wusste ich das. Richtig gut. Und ich habe wirklich gelesen, also seine Arbeit als Schaf, der hat Schafe beobachtet und hat gesagt, Mensch, die haben so, ne, also so dauerhaft krauses Haar, das muss ich irgendwie, das muss ich nachbauen sozusagen am menschlichen Kopf. Und dann gab es die erste öffentliche Vorführung 1906 an seiner Frau im Übrigen. Die musste als Versuchskaninchen herhalten. Apropos Versuchskaninchen, was ist eigentlich mit deiner permanenten Welle? Ja, das kommt, da sprechen wir demnächst mal drüber. Okay, okay. Ne? Ja, also für die Modewelt damals auf jeden Fall eine echte Sensation, die Dauer. Welle und bis heute und vielleicht sogar mehr denn je, Virginia, im Trend. Ne? Genau. Und damit sind wir eben auch voll im Thema. Das hier ist der zweite Teil unserer Doppelfolge zum Thema Trends. In der letzten Folge, da haben wir ja über kurzfristige Trends gesprochen, sind der Frage nachgegangen, was in diesem Jahr in der Mode- und Frisurenwelt gerade so angesagt ist. Also welche Trends bewegen und begleiten uns denn im Jahr 2022? Und unter anderem haben wir da eben auch rausgefunden, Virginia, dass die Dauerwelle bei Männern gerade einigermaßen trendet. Ne? So. Oh ja. Ja, heute wollen wir unter dem Titel Sexy Science, wie aus Forschung und Entwicklung die Trends der Zukunft werden, mal auf die, na sagen wir, langfristige Entwicklung von Trends schauen und gemeinsam der Frage nachgehen, wie es die Beauty-Industrie immer und immer wieder schafft, ja so nah am Puls der Zeit zu sein. Was sind eigentlich aktuelle gesellschaftliche Strömungen und wie entstehen daraus Trends? Dazu sind wir verabredet. Und ich bin voll aufgeregt mit einer echten Trendforscherin. Sie ist ein wahres Kind der Wissenschaft und hat ihren Werdegang eben schon ganz früh in der Forschung begonnen mit einem Chemiestudium. Seit 18 Jahren widmet sie ihre Zeit jetzt schon der Produktforschung. Sie ist Trendexpertin und Trendscout und nimmt uns heute mit auf eine spannende Reise in den Arbeitsalltag ihres Forschungs- und Entwicklungsteams. Wie entstehen Trends überhaupt und tragen dazu bei, dass bestimmte Produkte und Services im Markt dann auch eingeführt werden? Und was passiert eigentlich genau? Ja, von der Idee bis zur Markteinführung eines neuen Produkts, das erzählt uns jetzt Sonja Telser, Senior Manager Trends, Innovation und External Hairdresser Network bei der Vella Company. Sonja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Schön, ich freue mich auch riesig. Danke für deine Zeit. Und bevor wir anfangen, wie hättest du in meinem Quiz abgeschnitten eben gerade?
Ich glaube, zwei hätte ich doch geschafft. Also zwei hättest du geschafft? Die Bürste und die Dauerwelle hätten mir tatsächlich auch was gesagt. Ja. Voll gut. Wir sollten überlegen, Virginia, ob wir das zu einem ständigen Ding machen hier im Podcast. Oh, das finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Ja, nicht schlecht. Und natürlich haben wir das heute auch gemacht, Sonja, um eben gleich zu Beginn mal zu zeigen, wie cool und faszinierend Forschung und die Ergebnisse aus der Forschung eigentlich sein können. Ne? Und ich habe das gerade in deiner Vorstellung ja schon angesprochen. Du bist tatsächlich so etwas wie ein Kind der Wissenschaft. Wie kam es denn dazu und was fasziniert dich so sehr an der Forschung? Ich glaube, es war wirklich immer im Detail rausfinden zu wollen, wie was funktioniert. Und da hat sich dann einfach auch dieses Chemiestudium angeboten, weil das wirklich auf den molekularen Level geht, wie was einfach funktioniert. Mhm. Und dann in den Beruf reinzugehen, wo man eben tatsächlich feststellt, was wird draußen im Markt gebraucht und was gibt es für Möglichkeiten, das tatsächlich technisch umzusetzen? Also was ist möglich? War für mich ein super Job. Ganz toll. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich gelernt, Sonja. Dein Team, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Weller und deinen Arbeitsalltag dort kennen wir aber noch nicht so gut. Ihr nennt die Abteilung kurz R&D, also Research und Development. Virginia, du kennst die Abteilung ja sicher auch. Ich versuche immer so Bilder zu malen im Kopf. Ne? Und das Bild, was ich jetzt gerade habe von R&D, also Research und Development, von Forschung und Entwicklung, das sind so, bitte verzeih es mir, Sonja, sind so Menschen in weißen Kitteln in so einem Labor, ne, mit so ganz vielen Reagenzgläsern und bunten lustigen Flüssigkeiten und überall blubbert's und es dampft und die Zentrifuge wird angeschmissen so und der Blick ins Mikroskop darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, vielleicht noch so ein großer Screen mit Formeln, ne, aus denen ich wahrscheinlich nicht schlau werde. Und mittendrin dann Sonja Telser mit so einem Kuli hinterm Ohr und einem Clipboard im Arm, ist aber wahrscheinlich voll daneben, oder? Mein Bild. Jein. Also ich versuche es diplomatisch auszudrücken. Es ist nicht ganz tatsächlich die Realität. Wir haben auf jeden Fall Leute in der Forschung und Entwicklung oder in R&D, die mit weißen Kitteln rumlaufen und sich um unsere Formulierungen kümmern, im Labor direkt arbeiten. Und da blubbert es auch manchmal. Da wird viel ausprobiert an Haartressen. Aber wir haben natürlich auch ganz andere Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung. Es gibt Leute, die sich um das Packaging kümmern. Es gibt Leute, die im Prozess arbeiten und dann wirklich sagen, wie können wir denn tatsächlich das Produkt, das im Reagenzglas formuliert worden ist, sozusagen in eine Produktion reinbringen, dass wir ein Shampoo ja in die ganze Welt hinaus bringen können. Es gibt Leute, die arbeiten mit unserem Marketing-Team zusammen, um dann zu sagen, was kann denn so ein Produkt tatsächlich bringen? Und die machen eher so technisches Produkt. Wir arbeiten eben mit Friseuren, wo wir uns anschauen können, was passiert tatsächlich auf dem Kopf im Halbseitenvergleich. Es sind also nicht nur Leute, die im Kittel rumlaufen, sondern es ist tatsächlich noch viel, viel mehr Leute in der Forschung und Entwicklung unterwegs. Bitte verzeih mir das stereotype Denken. Ich versuche Bilder zu malen. Also mich interessiert es auch wirklich, wie das da bei euch aussieht. Ich habe mich zum Beispiel auch gerade gefragt, gibt es da auch so Menschen, die einen ganz guten Geruchssinn haben, die dann eben so sich auch um Düfte kümmern und so? Absolut. Richtig absolut. Cool. Das ist super wichtig. Ja. Gerade Düfte sprechen ja bestimmte Sinne einfach in Menschen an. Und da möchten wir natürlich schon auch unser Produkt wertig machen durch den richtigen Duft. Sehr, sehr wichtig. Du sag mal, Sonja, wie seid ihr denn eigentlich aufgestellt in der Abteilung? Also Forschung und Entwicklung ist eine ganz große Abteilung. Es sind insgesamt über 300 Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung. Oh, wow. Wir haben verschiedene Forschungszentren, die auch über die ganze Welt verteilt sind, damit wir wirklich auch die Möglichkeit haben, auf bestimmten Haartypen und für bestimmte Märkte die richtigen Produkte zu entwickeln, die einfach den Bedürfnissen entsprechen, die dort gebraucht werden. Ja. Da haben wir ein Forschungszentrum, natürlich hier in Deutschland, oder ich sollte sogar sagen zwei. Das ist in Darmstadt und dann auch eine Entwicklung in Hünfeld. Wir haben ein Zentrum in Calabasas in Amerika und in Morris Plains, was auch Amerika ist. Wir haben ein Zentrum in Singapur und wir haben
auch ein Zentrum in Tokio, wo wir auch Tests machen können auf japanischem Haar. Mhm. Wie cool. Habt ihr dann regelmäßig Meetings und stimmt euch ab und so? Und du sitzt da und sprichst dann mit Tokio, was es so Neues gibt? Ja. Stark. Das ist eben auch gerade über das externe Friseurnetzwerk, dass ich eben mit arbeiten darf. Und es ist sehr, sehr interessant, dann einfach festzustellen, was ist denn da benötigt. Na klar. Und es sind wirklich andere Anforderungen an das Haar und auch vom Konsumenten her als tatsächlich in Europa. Kannst du da ein Beispiel nennen? Also ich finde das gerade total spannend zu hören, Sonja telefoniert mit Tokio und Tokio erklärt, warum der Anspruch eben ein anderer ist. Hast du da ein Beispiel? Ja, wenn man sich allein schon mal das Haarsubstrat anschaut, dann ist japanisches Haar wirklich ganz anders als kaukasisches Haar. Man schaut sich einfach den Durchschnitt schon an von so einem Haar. Der ist anders elliptisch als kaukasisches Haar oder allein wie die Färbung ist. Ich meine, japanisches Haar ist tatsächlich immer sehr, sehr dunkel oder fast schon schwarz. In Europa ist es einfach nicht so weit gegeben. Das heißt, wenn man mit dem Haar in Japan arbeitet, muss einfach auch dieser Melanin-Inhalt, gerade beim Färben, anders aufgebrochen werden, als jetzt eben gerade bei kaukasischem Haar. Und da muss man dann eben tatsächlich auch spezielle zum Beispiel Haarfarben entwickeln. Das Haargefühl ist ein anderes. Auch wollen die Konsumenten ja ein weicheres Haar, eine andere Griffigkeit als zum Beispiel jetzt eben kaukasische Haarkonsumenten. Und dementsprechend müssen dann auch die Pflegeprodukte anders abgestimmt werden für Japan als für Europa. Genau, da ist auch manchmal, Sonja, da stellt sich jetzt bei mir die Frage, weil oft kommen Friseurinnen zu mir mit der Frage, sag mal, warum gibt es die und die Nuance oder das und das Produkt, das habe ich auf Instagram gesehen, warum gibt es das nicht bei uns in Europa? Na, das sind so die Fragen, die dann auf mich einprellen. Und genau das ist der Grund, dass wir eben wirklich das abstimmen, was ist natürlich in dem Markt Besonderes, was ist auch der Trend natürlich, wo es wollen Konsumenten dort vielleicht anders haben als in einem anderen Markt und natürlich ganz klar die Haarstruktur, mit der gearbeitet wird in den jeweiligen Märkten. Du hast gerade ein gutes Stichwort geliefert, das Stichwort Trend. Gleich wollen wir unbedingt mal hören, wie Trends in der Beauty und in der Haarindustrie eigentlich entstehen. Da bist du die Expertin. Und welchen Einfluss sie dann auch nehmen, ne, auf die Produktentwicklung. Wir haben noch ganz schön viele Dinge zu klären. Aber erstmal klären wir, was eine Trendforscherin in ihrem Kühlschrank hat. Das klingt schon irgendwie geheimnisvoll, oder? Sonja, unsere schnelle Fragerunde hier bei Auf einer Wellenlänge, nämlich jetzt auch für dich. Erzähl doch mal, was hast du immer in deinem Kühlschrank? Super wichtig, immer eine Flasche Weißwein und Schokolade. Einfach, wenn man es mal braucht, dann sollte es da drin sein. Zartbitter 80%, nehme ich an? Nee, Vollmilch und zartschmelzend. Echt? Oh, klingt lecker, ehrlich gesagt. Wie lange brauchst du denn morgens im Badezimmer? Zwischen 10 Minuten und eine halbe Stunde. Wenn ich verschlafen habe, 10 Minuten husch, husch und raus. Und die halbe Stunde, wenn alles nach Plan geht. Verschläfst du häufig? Ich verschlafe nie. Im Winter verschlafe ich schon sehr häufig. Da ist es so schwer, sich zu motivieren, aufzustehen. Das verstehe ich. Da drückt man die Snooze-Taste einmal mehr im Zweifel. Exakt. Das ist so. Ja. So, auch für dich natürlich die Frage hier in unserem Podcast. Was ist denn dein legendärster Haartrend? Oh, sehr schwierige Frage, weil ich kann mich nicht entscheiden. Entweder war es tatsächlich die Dauerwelle in den 80er Jahren. Da ist sie wieder. Aber war super Locken und tolles Volumen. Die kommt immer wieder, diese Dauerwelle. Ja. Mhm. Die verfolgt absolut uns. Mhm. Oder tatsächlich habe ich mal versucht, meine Haare selbst zu färben. Werde ich nie wieder tun. Ich wollte ein wunderbares Braun mit leichtem Rotstrich auf Stich auf blondem Haar, aber es kam Rot mit ohne Braunstich raus. Sonja, du hast gedacht, als Chemikerin könntest du das machen. Aber da gehört ein bisschen mehr als nur das Chemiewissen dazu. Absolut. Und ich werde es nie wieder selber machen. Ich werde immer zum Friseur gehen. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns bitte beim Thema Trend und deiner täglichen Arbeit bleiben. Als Trendscout musst du natürlich ganz genau wissen, wo du hingucken musst jeden Tag. Deshalb, wo und wie entstehen denn eigentlich Trends in der Beauty-Industrie? Also Trends können, glaube ich, wirklich überall entstehen. Mhm. Das, was wir aber tatsächlich oder was ich beobachte, ist, dass es schon ganz bestimmte Regionen oder sogenannte Hotspots einfach dann gibt, wo mehr Trends oder sich Trends anders entwickeln als in anderen Regionen. Kannst du einen nennen? Ja, also für
gerade die Hautpflege ist Asien ein Hotspot, hätte ich jetzt gesagt. Und was wir natürlich auch sehen, ist wirklich, dass sehr, sehr viele von der Hautpflege in die Haarpflege rüber migriert. Ah. Stichwort Layering wahrscheinlich zum auch. Zum Beispiel, ne? Gerade der koreanische 7-Layer-Trend. Genau, genau. Der kam ja dann tatsächlich auch ins Haar. Und dieser Trend ist auch ganz groß und wird Skinification genannt, praktisch von der Skincare oder Skin-Haut. Und wir beobachten das tatsächlich, was passiert momentan in der Hautpflege in Asien und versuchen dann natürlich festzustellen, was kommt denn danach in den Rest der Welt und was kommt denn in die Haare für die Kopfhaut, aber auch für das Haar selber. Mhm. Und dann habe ich in Vorbereitung auf die heutige Folge gelernt, Trend ist ja nicht gleich Trend. Also es gibt ja ganz viele Trendströmungen, ne? Und Abstufungen, Unterscheidungen zwischen zum Beispiel kürzeren und längerfristigen Trends. Ich habe da sowas von Mikro und Makro und Mega und was weiß ich was für Trends gelesen. Kannst du uns da kurz helfen mit ein paar Beispielen? Ja, also es gibt relativ schnell und kurzlebige Trends. Da hätte ich gesagt, da sind manchmal eben tatsächlich die Fashion-Trends und die Look-Trends mit dabei. Die dauern so ungefähr 1 bis 2 Jahre. Jetzt trage ich die Schuhe, die sind jetzt gerade trendig, genau. Und dann sind die wieder weg nach einem Jahr. Genau, und okay. Dann die nächste Saison kommen wieder andere Schuhe. Es mag sich ein bisschen weiterentwickeln auf einem Schuh, aber insgesamt, ja, ist es relativ kurzlebig, hätte ich jetzt mal gesagt. Das wäre dann Mikro? Nee, das wäre tatsächlich nur der Fast-Moving-Fashion-Trend. Ah, okay. Und was gibt es denn dann für Methoden, um wirklich dann in die Zukunft zu schauen, um wirklich langfristige Trends zu erkennen? Das ist tatsächlich dann ein Schritt weiter zu gehen, um sich dann mit den Entwicklungen von der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Also was sind momentan die Einstellungen oder Stimmungen, glaube ich, wurde im letzten Podcast auch genannt. Was bewegt einfach momentan die Menschen? Wie ist ihr Konsumverhalten? Und da entstehen Trends, die sind tatsächlich so, dass man sagen kann, die bleiben mal für 3 bis 6 Jahre tatsächlich präsent. Und da fangen wir dann eben an, tatsächlich über diese Makrotrends und deren kleinen Microcurrents, also wie entwickelt sich es innerhalb von so einem großen Gebiet? Was gibt es da für Ausprägungen und wie entwickelt sich das praktisch weiter? Und dann gibt es natürlich noch den großen Bereich, wirklich gesellschaftliche Trends, als auch tatsächlich die Technologietrends. Die sind ein bisschen weiter gefasst, die sind tatsächlich 6 bis 12 Jahre, bis die sich drastisch komplett ändern oder in so Wellenamplituden, hätte ich jetzt mal gesagt, sich verändern. Und da ist auch ein Bereich, der sehr, sehr wichtig ist, einfach drauf zu gucken, was sind die neuen Technologien, was sind die neuen gesellschaftlichen Änderungen, die einfach vor sich gehen. Um dann tatsächlich zu sagen, das sind längerfristige Trends, die existieren und darauf kann man dann tatsächlich aufbauen. Was bedeutet denn das dann tatsächlich nachher für uns in der Beauty-Industrie oder eben ganz konkret für die Arbeit an Friseurprodukten? Und gesellschaftliche Veränderungen beobachten wir natürlich auch hin und wieder. Worauf genau schaust du da, Sonja? Also was sind die gesellschaftlichen Veränderungen, auch langfristig, auf die du in deiner täglichen Arbeit schaust? Es sind tatsächlich 5 größere Bereiche, auf die ich momentan immer wieder gucke. Das eine ist zum Beispiel, wie sich die Gesellschaft als solches umstrukturiert, würde ich vielleicht einfach gerade sagen, oder das Miteinander sich umstrukturiert. Da gehören dann so ja die sogenannten Microcurrents oder die kleinen Trendströmungen mit dazu, wie zum Beispiel die Inklusion oder die Diversität, die einfach wichtig sind. Wie wir tatsächlich auch diese alternde Gesellschaft sind, die wir vielleicht vorher auch schon angesprochen haben. Da gehören ganz wichtige Umstellungen auch von den ästhetischen Betrachtungsweisen einfach dazu, dass wir sagen, wir haben gar kein bestimmtes Beauty-Ideal mehr, sondern jeder kann tatsächlich so sein, wie er will. Die Body-Positivity-Movements, die einfach da sind. Dann gibt es einen anderen Trendbereich, den würde ich natürlich als ja, die liebe Erde oder die 360 Grad Respekt nennen. Da gehören natürlich dann die Sachen rein, die Nachhaltigkeit vorwärts treiben. Da gehören Trendbewegungen rein, die tatsächlich auf den ethischen Aspekt mit abzielen.
ja, ich denke, das ist momentan ja wirklich auch in jeder Munde und auch die Pandemie hat es ja einfach nochmal verstärkt. Klar, also dann alles, was du bisher angesprochen hast, ne? Alles genau. Ist bunter, alles ist vielleicht auch reflektierter, ne? Aus unserer Warte. Exakt. Dann ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist tatsächlich dieser Bereich der Verschmelzung von der digitalen Welt und unserer Realität. Gerade wenn wir eben schauen, wie wir mit unseren digitalen Medien umgehen, wie es tatsächlich eine Verschmelzung gibt im Gaming-Bereich, im Online-Shoppen-Bereich, in den Avatars, wie wir damit umgehen. Wie bedeutet es dann oder was bedeutet es dann nachher in unserer Realität oder dann auch nachher für den Friseur? Wie kann er da einfach Kunden tatsächlich mit ansprechen? Schicke ich meinen Avatar irgendwann zum Friseur? Wahrscheinlich ja. Und dann kriegst du die Beratung für die Frisur, Farbe und den Style. Wahnsinn, ne? Ja. Ein weiterer wichtiger Bereich finde ich tatsächlich auch, wie wir uns als Menschen, sage ich jetzt einfach mal, weiterentwickeln, beziehungsweise wie sehr wir uns selber über unsere Grenzen hinaus versuchen zu pushen. Also diese Next Generation Human, hätte ich jetzt fast gesagt. Wenn man eben schaut, tatsächlich dieser Trend, der ganze Fitness-Trend, wie wir auch selber messen, wie sind unsere Funktionen und da versuchen tatsächlich immer weiterzukommen. Ist das noch ein Thema, Sonja? Entschuldige. Ist das noch so ein Thema? Ist das noch so? Also alles muss messbar sein, alles ist höher, schneller, weiter. Ich hätte echt gedacht, so aus der Hüfte, das ist schon wieder so ein bisschen rückläufig. Es ist nach wie vor ein Thema, weil gerade dieser Gesundheitsaspekt super, super wichtig ist. Und vielleicht die Art und Weise, wie dieser Gesundheitsaspekt erreicht wird oder dass einfach eine größere Gesundheit, ein gutes Wellbeing und Wellness da ist, wird vielleicht anders gemacht, als es vor 5 Jahren gemacht worden ist. Aber es ist nach wie vor super wichtig, gerade jetzt auch nach der Pandemie. Oh ja. Wie gehen wir eben damit um, dass wir ja gesund und mental und psychisch einfach sind? Mhm. Und der 5. Bereich ist tatsächlich der Bereich der sogenannten Joyology, wo es wirklich darum geht, dass Konsumenten tatsächlich mehr Freude an Erfahrungen haben. Auch durch die Pandemie getrieben, wirklich versuchen die Leute der jetzigen Realität einfach zu entkommen. Das können sie natürlich über Erfahrungen machen und da sind dann Sachen wichtig wie Spaßprodukte oder Erfahrungen. Vielleicht nicht nur in sozialen Medien unterwegs zu sein, sondern es tatsächlich dann auch die Erlebnisse selber zu haben und dann einfach mitzuteilen. Dieser Bereich ist auch sehr, sehr wichtig, gerade einfach alle Sinne anzusprechen und einfach wieder ein bisschen Freude zurückzubringen. Geht raus und umarmt mal einen Baum. Zum Beispiel. Joyology. Das gehört definitiv mit dazu. Genau. So, dann lass uns noch mal tiefer reingehen in die Produktentwicklung, Sonja. Und ich stelle mir das super schwierig vor. Ne? Ich habe so das Gefühl, nach dem, was du auch erzählst, ihr müsst ja auch immer so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Ne? Also wie weit müsst ihr denn in die Zukunft blicken, um dann ein Produkt eben auch zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt zu bringen? Ich stelle mir das total schwierig vor. Wann weißt du, dann und dann muss das und das Produkt raus? Also ich glaube, das kann man nie hundertprozentig richtig wissen. Da ist auch einiges an ein bisschen Bauchgefühl mit dabei. Und ich würde jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen. True Grey, ein Produkt, was für graue Haare einfach die schön rauszubringen, von Wella auf den Markt gebracht worden ist. Haben wir schon drüber gesprochen hier im Podcast. Hatten genau. Wir schon eine Folge drüber. Wenn man sich eben anschaut, einer der großen Makrotrends oder was man einfach sagen kann, die Demografie sagt, dass die Bevölkerung einfach altern wird. Ich fand es relativ interessant und jetzt komme ich wahrscheinlich mit so einem Nerd-Fact daher, dass bei 2050 1,5 Milliarden Menschen über 65 sein werden. Mhm. Und momentan sind es 730 Millionen, also wirklich über eine Verdoppelung der über 65-Jährigen. Und natürlich ist es dann ein kleiner Trend, den wir eben auch sehen, dass es einfach nicht mehr darum geht, Anti-Aging-Produkte rauszubringen, sondern es tatsächlich Produkte rauszubringen, die einen schöner machen mit dem, wie man aber auch ist und einfach die Möglichkeit geben, zu sagen,
besser, aber nicht jünger, sondern es einfach das herauszustellen, wie man gerade ist. Und ich denke, da hat eben tatsächlich die Entwicklung von True Grey tatsächlich in diesen Trend mit rein gespielt. Und was man jetzt natürlich sagen muss, durch Covid ist es einfach beschleunigt worden, weil tatsächlich viele Konsumenten sich entschlossen haben, oh, ich möchte gar nicht mehr färben. Graue Haare sind okay und ich kann da rausgehen. Und jetzt haben wir auch ein Produkt, wo wir eben sagen können, tatsächlich, wir können ihnen was geben, wo sie schönere graue Haare haben, aber gar nicht mehr richtig in dieses Färben mit reinkommen. Also manchmal weiß man es nicht genau. Man setzt auf ein Pferd und ja, dann freut man sich, wenn es auch gewinnt. Natürlich, natürlich. So, Sonja, ich bin Friseurin und bin tagtäglich draußen im Markt unterwegs. Und das, was mir meine Kundinnen zurückspiegeln, ist, dass wir oft mit manchen Produkten nicht, ein bisschen hinterherhinken, möchte ich manchmal dazu sagen. Kannst du uns was dazu sagen? Ja. Ja? Ich denke, es ist... in manchen Märkten ist das tatsächlich so, aber es ist, glaube ich, daraus getrieben, dass wir global entwickeln und manchmal tatsächlich versuchen, wirklich eine gute Lösung eben für alle verschiedenen Märkte zu finden. Und gerade dann, wenn manche neuen Trends und neue Produkte eben in einem Markt richtig schnell sind, sind wir natürlich noch nicht so weit mit unserer ganzen Forschung und Entwicklung, weil wir einfach tatsächlich die globale Brille aufhaben, hätte ich jetzt mal gesagt, um den vielleicht dann rechtzeitig zu kriegen. Mhm. Wobei ich dann auch manchmal eben denke, ein Trend oder ein Produkt, das in einem Trend entwickelt worden ist, ist natürlich auch nicht alles. Es sind natürlich neue Technologien, aber es muss ja dann auch eben auch passen vom Service her, dass es auf den Markt kommt. Und da kann es natürlich schon sein, dass wenn man in einem Markt speziell ist, dann denkt, jetzt sind sie aber spät dran. Mhm. Wie lange dauert es denn, ein Produkt zu entwickeln, so im Schnitt? Also ich denke, ganz schnelle Produktentwicklung und wirklich ganz schnelle, wo wirklich Tube gedrückt wird, dauert trotzdem schon 18 Monate, aber in der Regel sind es tatsächlich 3 bis 5 Jahre. Oh, manchmal sogar 10 Jahre. Okay, und du hast es auch schon angerissen, ne? Aber wenn ein Produkt entwickelt wird, dann geht es ja wahrscheinlich in der Entscheidungsfindung eben nicht nur um Trends, sondern um was noch im Speziellen? Sehr, sehr wichtig sind einfach die Kundenbedürfnisse. Klar. Wirklich rauszufinden, was braucht das Haar, was braucht der Friseur, was braucht die Friseurin, damit sie eben auf diese Kundenbedürfnisse und Haarbedürfnisse einfach eingehen kann. Und dann ist natürlich super wichtig, was gibt es denn tatsächlich an neuen Fortschritten? Du hast ganz am Anfang die Dauerwelle von 1906 erwähnt. Ja. In der Dauerwellenchemie zum Beispiel hat sich gar nicht so viel einfach getan seitdem. Was gäbe es denn dann vielleicht für neue Möglichkeiten, so eine Haarumformung permanent mit anzugehen? Manche Sachen gehen nicht so schnell. Und das ist eben auch genau manchmal das Problem, dass man tatsächlich was entwickelt und da ist einfach der Zeit ein bisschen voraus, weil der Markt noch nicht so weit ist. Und dann leider verschwinden tatsächlich doch auch ein paar wirklich schöne Highlights einfach wieder in der Versenkung. So, ja, genau. Jetzt hab ich das beste Produkt, den Wellaformer oder was auch immer, den perfekten Zeitpunkt, Sonja, und trotzdem funktioniert mein Produkt nicht am Markt. Woran könnte das noch liegen? Klar, Marketing, es gibt ja 1000 Dinge. Das oder eben, dass wir tatsächlich vielleicht auch nicht den richtigen Ton getroffen haben, um die Geschichte zu erzählen. Die Ansprache. Die Ansprache, genau. Ja, das richtige Gesicht. Ich das richtige Zeit. Gesicht, ja. Die richtige Zeit, auch nee, den richtigen hätte, Kunden. Ich hätte Zeit, habe ich gesagt. Ah, okay. Ja. Vielleicht auch die richtige Education-Maßnahme, weil meine Erfahrung ist, je besser wir mit einem Produkt einen Friseur daraufhin schulen, wie er damit anwenden oder wie er es anwenden kann am Kunden, desto erfolgreicher sind wir. Absolut, absolut wichtig. Gab es denn auch mal irgendwelche Fails, Sonja? Welches Produkt ist denn da so komplett in die Hose gegangen? Kannst du dich daran irgendwie erinnern? Also ich gehe ganz ehrlich zu, ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, das war ein Fail, weil ich finde das Produkt ganz hervorragend, und zwar Inspire.
Ein ganz tolles Produkt, aber wahrscheinlich tatsächlich zu früh gelauncht, weil die Personalisierung ist jetzt auch ein ganz, ganz großer Trend. Ich meine, klar, Friseure und Friseurinnen machen das sowieso schon, wenn ein Kunde reinkommt, in personalisierte Farbe auf den Kopf zu bringen. Aber Inspire war wirklich, glaube ich, toll, aber leider hat es nicht so funktioniert, wie es hätte sein können. Entschuldigt meine Unwissenheit, aber Sonja, was ist Inspire? Es klingt toll, also so viel kann ich sagen. Soll ich das mal erklären, Sonja? Darf ich es übernehmen? Und zwar, Flo, pass auf, es war eine Haarfarbe, die total vom Ergebnis her sehr natürlich und wirklich bahnbrechend war, aber du hattest insgesamt nur 7 Töne, mit der du Millionen von Farben entwerfen konntest. Mit nur 7 Granulaten. Also es waren 7 Granulate, die für die Buntheit der Farbe zuständig war und ein Granulat, wie hell oder wie dunkel eine Farbe werden soll. Mhm. Und je nachdem, was du in welcher Menge reingemacht hast, entstand eine Haarfarbe. Okay, also so ein Kasten mit 7 genau, Farben drin. Mit 7 bunten Granulaten. Und ich musste dann rühren, ja? Ja, genau. Okay. Genau, so sah es aus. Und es hat warum nicht funktioniert? Ich glaube, weil es für manche einfach zu kompliziert war. Genau. Es klingt schon kompliziert. Also für mich klingt es kompliziert. Ja, wirklich. Also es klingt für mich kompliziert. Und ich denke einfach, weil Individualisierung vielleicht einfach auch über andere Möglichkeiten, die nicht so kompliziert waren, einfach auch möglich war. Hm. Genau, es war zeitraubend im Salonalltag. Also das, wenn ich es jetzt mal aus der pragmatischen Seite rausnehme, es war für den Salonalltag, wenn du viele Mitarbeiter im Salon hast, einfach manchmal nicht umsetzbar, sich so viel Gedanken zu machen, wie viel 0,1 Granulat von welchem da noch reinkommen soll, glaube ich. Ja. Aber ein tolles Produkt, trotz allem. Ja, genau. Tolle Haarfarbe. Bin ich nach wie vor Fan von. Da gebe ich dir recht, Sonja. Aber wenn wir jetzt da gerade auch mal dabei sind, bei den Friseurinnen zu bleiben und in der Gestaltung auch das zu nehmen, wie können sich dann Friseurinnen auf Trends vorbereiten? Also ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, sich so groß vorzubereiten. Ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, offen zu sein. Und das heißt, mit offenen Ohren und offenen Augen durch den Alltag zu gehen. Ich denke, Friseurinnen haben tatsächlich die Möglichkeit, direkt am Puls der Zeit zu sein, dadurch, dass sie einfach so einen großen Kundenkontakt haben. Sie kriegen, glaube ich, mehr mit als jeder andere, was sind gerade die Themen, die einfach die Leute beschäftigen. Und was ihre Wünsche sind, was ja zum Teil ihre Ängste sind. Mhm. Und ich denke, da sind sie schon an vorderster Front und da einfach offen zu sein. Und ich glaube, auch offen zu sein auf Neues. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin manchmal auch, glaube ich, in dieser Falle drin, dass ich bestimmte ästhetische Anforderungen habe. Und wenn dann ein neuer Trend kommt, ich dann denke, echt jetzt? Und es gar nicht offen zu sehen und zu sagen, oh ja, da ist vielleicht was Neues, Kreatives mit drin. Und ich glaube, einfach diese Offenheit, sich zu behalten und wirklich zuzuhören und zuzusehen, ist schon 80% der am Puls der Zeit oder am Trend zu sein. Mhm. Wo kann man sich denn informieren? Ich gebe ganz ehrlich zu, ich informiere mich super gerne über bestimmte Newsletter, die ich per Mail geschickt bekomme. Mhm. Ich nehme immer das Cosmetic Business Design für Europa oder Asien und North America. Und dort ist einfach ein schönes Potpourri zusammengestellt zwischen den Konsumententrends, zwischen Beauty-Trends, zwischen Produkten. Und ich lese einfach, wie gesagt, immer mal die Schlagzeilen. Und wenn mich dann was ganz speziell interessiert, klicke ich da drauf und schaue mir das an. Okay. Ich finde das gerade total aufregend, mit dir zu sprechen, Sonja, weil du ja als Trendforscherin so etwas bist wie eine, du hast ja eine Superkraft, du kannst ja in die Zukunft schauen. Wie sieht ein Shampoo in 20 Jahren aus? 15. Ich glaube, wir werden Shampoos haben, die tatsächlich eine feste Form haben werden. Und damit meine ich gar nicht unbedingt das Trockenshampoo, sondern die Granulate oder die Seifen, die momentan auch schon da sind. Ich glaube, da werden aber wesentlich mehr auf dem Markt sein.
Es könnte natürlich auch sein, dass es tatsächlich sowas wie ein Haar, ich nenne es jetzt mal Swiffer, gibt. Ah. Wo es gar nicht mehr vielleicht aufgeschäumt werden muss, sondern es tatsächlich die Rückstände, die sich auf dem Haar bilden, einfach weggewischt werden können. Aber wirklich 20 Jahre in die Zukunft. Okay, da sind wir sehr gespannt drauf. Total cool. Ja, dann schließen wir dieses Kapitel zum Thema Trends an dieser Stelle, liebe Sonja, doch mal ab. Das Buch, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wird trotzdem immer weitergeschrieben. Ne? Also Trends wird es immer geben. Gerade und vor allem deshalb sollten FriseurInnen ja immer offen bleiben für Neues und für Veränderungen. Das hast du gerade sehr, sehr schön gesagt. Danke, Sonja, für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Vielen, vielen Dank. Und dann sprechen wir in 20 Jahren nochmal und gucken, ob das stimmt mit dem Shampoo. Alles klar. Freue mich drauf. Danke dir, liebe Sonja. Vielen Dank. Virginia, ich bin total aufgeregt. Warum? Naja, also unsere nächste Folge ist ja eine ganz besondere, ne? Und da bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Oh, und ich erst. Und ich erst. Ja, wir dürfen euch verraten, dass wir uns mit der nächsten Folge von Auf einer Wellenlänge von der Top-Hair-Messe melden und die nächste Folge dort aufzeichnen. Wenn ihr also auch mal sehen wollt, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt, dann kommt uns doch gerne auf der Top-Hair besuchen. Wir freuen uns dann auch darauf, mit euch ein bisschen zu quatschen und uns mal auszutauschen. Dann auch Aug in Aug, das wäre doch schön. Wenn ihr nicht live dabei sein könnt, ist gar nicht schlimm. Die Top-Hair-Folge wird es im Mai dann auch zu hören geben, wie immer, überall da, wo es Podcasts gibt. Klar, auch auf der Vella e-Education Plattform gibt es unseren Podcast und auf Social Media sowieso @vellaprof.de. Lasst gerne einen Gruß da, wenn ihr mögt, freuen wir uns drüber. Wir sagen danke für heute und hören oder sehen uns dann bald, ne? Bis bald. Hey Virginia. Ja, Flo. Was hat Karl Nessler eigentlich erfunden? Das, was du demnächst von mir auf den Kopf bekommst. Die Dauerwelle, die ne? Die Dauerwelle, genau. Eine Frage noch. Was hat Hertha Heuwer in Berlin erfunden am 4. September 1949? Das hat jetzt nichts mit FriseurInnen zu tun. Oh, das weiß ich nicht. Da kann ich keine Antwort zu geben. Die Currywurst. Also zumindest hat sie das Patent. Wer genau die Currywurst erfunden hat, ist nicht ganz klar. Da ist noch irgendwie Hamburg mit dem Spiel und der Ruhrpott. Ich wollte gerade sagen, also Hamburg. Egal. Ich habe jetzt Hunger jedenfalls. Okay. Ja, tschüss. Bis dann. Ciao.